Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge haben wir doch noch einiges machen können. Wir haben uns einen Stein besorgen können und in dieser Folge wollten wir mal in den Zoo gehen, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben. Ach, der Park ist jetzt auch hier als Schnellziel, das ist gut. Was ist denn das hier unten? Bekomme ich da auch noch ein Schnellziel oder hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal zum Zoo. Der Zoo. Bin mal gespannt, auf welche exotischen, wilden und gefährlichen Kreaturen ich hier treffen werde. Und auf die Tiere bin ich natürlich auch gespannt. Ich wollte es gerade noch gesagt haben. Sie ist demjenigen gewidmet, der nach dem Zweiten Weltkrieg den zerstörten Zoo wieder aufgebaut und damit Dutzenden von Tieren das Leben gerettet hat. Irgendein Witzbold hat ihm die Zehen rot lackiert. Ja, das nehmen wir mal mit. Ein Schild. Da geht es zum Affengehege. Nee, echt? Getränkedose. Ich hoffe, die können wir noch für irgendwas gebrauchen. Weil eintauschen können wir sie wahrscheinlich nicht. Kannen mit Milch, kurz. Milchkannen. Nee. Die Milchkannen gehören vermutlich dem Zoowärter. Und der müsste schon blind und taub sein, um diesen Diebstahl nicht zu bemerken. Naja, ich meine. Da geht es zum Krokodils- und zum Elefantengehege. Eine Tüte voller Baguette? Die Baguette gehören wohl dem Zoowärter. Und da der direkt nebendran sitzt, halte ich einen Diebstahl für keine sonderlich grandiose Idee. Scheint wohl einer der Zoowärter zu sein. Hallo, arbeiten Sie hier? Ja, ich bin Tierpfleger. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich habe gehört, dass dieser Zoo nach dem Zweiten Weltkrieg mit alten Steinen aus anderen Gebäuden wieder aufgebaut wurde. Ja, das stimmt. Wieso fragen Sie? Ihnen ist nicht zufällig aufgefallen, ob in einem der Gehege ein blauer Stein verwendet wurde? Hm, doch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste im Krokodilsgehege so ein blauer Stein sein. Keine Ahnung, aus welchem Gebäude der ursprünglich stammte. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Im Krokodilsgehege, oh mein Gott. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso Sie eine Tüte voller Baguette neben sich stehen haben. Ich warte auf die Enten. Kann es sein, dass hier alle auf irgendwas warten? Den Bus, die Enten, Godot? Bitte was? Schon gut. Wieso warten Sie denn auf die Enten? Oder besser gefragt, wieso sind die Enten noch nicht da? Normalerweise kommen sie jeden Morgen zum See neben dem Krokodilsgehege. Die wissen genau, dass die Zoobesucher gerne Enten füttern und dementsprechend sind sie pünktlich mit der Öffnung des Zoos hier. Schlaue Tiere. Könnte ich vielleicht schon mal ein Baguette haben? Klar, sobald die Enten hier sind. Nicht jetzt schon? Wozu? Das Baguette ist zum Entenfüttern gedacht und ohne Enten ist das Füttern schwer. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Enten dahin kriegen. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Wahrscheinlich können wir auch nicht allzu viel machen. Ja, bevor wir das Baguette nicht haben, nehme ich mal an. Der Weg ist wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Können wir irgendwas reinstecken oder so? Man weiß es ja nicht. Ja, den Nagellack wahrscheinlich nicht. Den Nagellack können wir hier wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ne? Oh, da ist ein Ball drin. Dosen mit Erdnüssen. Ah. Ich ahne was. Passt nicht. Passt nicht, okay. Da vielleicht irgendwie... Na, ich habe gedacht, vielleicht können wir das Loch... Ja, das wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich dachte, vielleicht können wir damit das Loch irgendwie vergrößern. Was zur Hölle ist das bitte für ein Flock? Ich dachte, das wäre so ein kleiner, wo man Vampire mittötet. Ach du Schande. Okay. Aber warum haben wir jetzt den Pflock da drin? Ein alter Holzpflock. Ja, das ist ja toll. Können wir den irgendwie... Mein primärer Lebenszweck besteht nicht darin, für die Unterhaltung gaffender Massen zu sorgen. Ja gut, das ist ja nur ein Affe, ne? Ich meine, können wir den irgendwie anmalen? Nee. Getränkedose. Okay. Dieser Sinn dahinter, ja, den verstehe ich noch nicht ganz. Mal gucken. Und jetzt gut zielen.
Mit Präzision und Eleganz ausgeführt, wie jede meiner Aktionen. Und was bringt uns das jetzt? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ein Ablenkungsmanöver vielleicht für den Affen wird. Aber wie kriegen wir das Gehege auf? Das ist natürlich... Wir haben jetzt auch kein Taschenmesser und nichts mehr. Die ganzen Sachen sind ja jetzt alle weg. Süß. Auch wenn er einen wirklich putzigen Eindruck macht, meine Hand halte ich da bestimmt nicht rein. Ein alter Autoreifen. Ah. An den Reifen komme ich nicht ran. Nee, aber ich denke, dass man den Hula-Hoop-Reifen irgendwie für den Affen später benutzen kann, oder? Da komme ich nicht ran. Ein kleiner Plastikball. Eine Dose mit Erdnüssen. Die kann ich nicht erreichen. Lauter tiefe Risse im Weg. Können wir da noch was machen? Nee, oder? Also wir bauen quasi das Teil nach, also so wie es jetzt aussieht, wie bei dem Affen so ähnlich. Das heißt, das ist schon richtig, dass wir dann da die Dose drauf machen, nehme ich an. Können wir denn, aber dann ist der weg, ne, wenn wir den Ball damit benutzen würden. Von hier aus kann ich die Dose nicht aus dem Käfig schießen. Man müsste den Ball aus einer anderen Richtung werfen, dann klappt es vielleicht. Nee, oder? Müssen wir seine Aufmerksamkeit erregen, damit der das nachmacht? Aber wenn ja, wie? Ja, Hubreifen. Können wir hier noch irgendwas? Da ist nichts, wo man draufklicken kann noch mehr, ne? Ja, das sind nur noch die anderen... Ja gut, den Schnuller, denke ich mir mal, den werden wir wohl hier nicht benutzen. Nutzen wir auch da nicht. Zeitung. Aber ich habe da so eine Ahnung. Ich habe schon eine Idee, was wir im Endeffekt kriegen müssen. Aber... geht das? Derzeit fällt mir keine Aktion ein, die hier sinnvoll wäre. Das Verprügeln von Affen gehört nämlich definitiv nicht zu den sinnvollen Aktionen. Okay. Ja, ich dachte, wenn wir das bei ihr anwenden vielleicht, dann kann sie damit rumwedeln oder so. Na, das mit dem Geld ist mir auch noch nicht so ganz klar. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit dem Typen sprechen. Das konnten wir ja eben auch, wenn wir was Neues gefunden haben. Hallo. Hallo. Ah, sehr schön. Putziger Affe, den Sie da im Gehege nebenan haben. Ja, nicht wahr? Und so lernfähig. Lernfähig? Ja, ich bin gerade dabei, ihm ein paar kleinere Kunststücke beizubringen. Echt? Wie das? Ist eigentlich ganz einfach. Sobald ich meinen Dressurstab in die Hand nehme, wird das Äffchen auf mich aufmerksam. Und alles, was ich dann tue, macht es nach. Dressurstab? Sie schlagen den Affen? Nein, Gott bewahre, es ist ein ganz normaler langer Ast. Ich nehme ihn einfach nur in die Hand und schon reagiert der Affe auf mich. Keine Ahnung warum, aber es funktioniert. Dann war ich gar nicht so falsch, glaube ich. Gut, ich hätte jetzt damit gewunken. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Aber wie es aussieht, mussten wir erst mit ihm sprechen. Aber die Idee, die ich dahinter hatte, die war gar nicht so schlecht, glaube ich. Komm mal her, Nina. Setz dich mal, beziehungsweise stell dich mal hier hin. Ah ja, jetzt geht das auch. Dann wollen wir mal schauen, wie gut ich mich als Dompteur mache. Na. Scheint tatsächlich zu funktionieren. Perfekt. So, warte mal. Dann machen wir das nochmal mit dem Ball.
Und jetzt gut zielen. Mit Präzision und Eleganz ausgeführt, wie jede meiner Aktionen. So, dann nehmen wir jetzt den Tennisball. Ist die Frage, ob das reicht, wenn wir ihm das einmal zeigen? Können wir dem Affen aber nicht geben? Echt jetzt? Vielleicht kann ich den Affen ja so dazu bewegen, durch den Reifen zu springen. Ach so. Wer sagt's denn? Schlaues Äffchen. Ah, okay, verstehe. Da müssen wir die Getränkedose nochmal holen. Und stellen die nochmal da drauf. Und machen das nochmal vor. Und jetzt gut zielen. Ich wusste schon immer, dass ich mal ein großes Vorbild sein würde. Okay, es ist nur ein Affe, der mit Bällen auf Dosen wirft. Aber für den Anfang doch gar nicht schlecht, oder? Okay. Ich dachte die ganze Zeit, der sollte das hier runterhauen. Aber klar, der nimmt das Teil dann, um da hinten das runterzuhauen. Okay, das war jetzt von mir völlig falsch gedacht, aber mit dem gleichen Ergebnis, dass wir die Dose bekommen. Wobei, dieser Ball oder was das war, den kriegen wir jetzt nie mehr. Der ist hier irgendwo ja, weggekullert, glaube ich. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall schon was zu essen. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, hier werden wir wohl nichts mehr machen. Achso, Moment, konnte man das lesen? Nee, konnte man nicht lesen. Schade, ist jetzt nur so Interesse halber, weil ich klicke halt eben gerne überall drauf. Stein. Da ist einer der gesuchten blauen Steine, bewacht von einem lieblichen Krokodil. Es stellt sich also die nicht ganz irrelevante Frage, wie soll ich da bloß rankommen? Was haben wir denn da? Baden möchte ich hier nicht, dafür sind mir zu viele Krokodile in der Nähe. Kann ich irgendwie verstehen. Wenn ich mir die Zähne so anschaue, dann halte ich Schnappi definitiv für einen unpassenden Krokodilsnamen. Zerfetzi wäre vermutlich treffender. Hört sich aber auch ganz niedlich an und das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck, ne? Offenbar handelt es sich bei diesem Prachtexemplar um ein Nilkrokodil. Es markiert sein Revier durch Vibrationen im Wasser und killt absolut brutal, wenn Gnus in seine Nähe kommen. Okay, hier ist ein Elefant. Hallöchen, mein Süßer. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ein Tier mit so viel Kraft so friedlich und schon fast kuschelig wirkt. Das Nest scheint verlassen zu sein. Das ist wahrscheinlich der Vogel, der da immer... Moment, hier ist eine Schachtel. Eine leere Futterbox mit Resten von Erdnüssen. Ja, das Problem ist, ich würde die Dose mit Erdnüssen eigentlich dem Typen geben, aber eigentlich, ne, Erdnüsse und Elefanten, ich weiß nicht, ob der mir irgendwie helfen kann. Bei irgendwas. Ein afrikanischer Elefantenbulle, erkennbar an den im Vergleich zum asiatischen Elefanten deutlich größeren Ohren. Weitere Unterschiede sind die fliehende statt der hochgewölbten Stirn, sowie der Sattel statt des Buckelrückens. Wieder was gelernt. Na gut. Wenn ich mir die ganzen Käfer auf dem Baum anschaue, dann könnte man fast meinen, dass es sich hierbei um ein freistehendes Borkenkäfergehege handelt. Natürlich könnte ich ohne Probleme da hochklettern, aber ich glaube, ich will das jetzt gar nicht. Nö, ich glaube nicht. Ich denke mal, dass wir das Vogelnest brauchen. Die Frage ist, sollen wir da irgendwas machen? Ja gut, Tröte wäre wahrscheinlich ziemlich blöd.
Getränkedose reinwerfen, keine Ahnung. Echt jetzt? Die Erdnüsse? Na, mein Kleiner, magst du ein paar Erdnüsse? So, die restlichen Erdnüsse musst du dir jetzt erstmal verdienen. Der Elefant macht die Arbeit und hat trotzdem keine Erdnüsse. Ich hingegen stehe einfach nur rum und kriege zur Belohnung meinen Weg ins Krokodilsgehege. Das Leben kann manchmal echt ungerecht sein. Okay, ich dachte, wir brauchen das Nest, aber gut. Jetzt wird mir auch klar, warum die Leute in Indien den Elefanten zum Baumfällen einsetzen. Das heißt, wir müssten dann aber auf jeden Fall noch das Krokodil irgendwie hier wegkriegen. Geht's hier eigentlich noch weiter? Weg? Nee, von hier sind wir gekommen, ne? Wasser. Haben wir irgendwas mit Wasser, dass wir das Krokodil hier vielleicht füttern können oder so? Tröte? Ich glaube kaum, dass sich das Krokodil mit einem einfachen Tröten vertreiben lässt. Naja, hätte ja sein können. Oder Moment, müssen wir die Tröte vielleicht bei ihm anwenden? Ich habe keine Ahnung. Glaub nicht, dass ich dieses Tier durch mein Tröten besonders beeindrucken kann. Ja, man weiß es ja nicht. Na gut, dann gehst du halt wieder zurück, Nina. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Eine Getränkedose. Vielleicht könnte das dadurch... Das Wasser würde durch die vielen kleinen Löcher ganz schnell wieder auslaufen. Ach so, die will das damit auffüllen. Dose mit Erdnüssen will ich ihm aber eigentlich nicht geben. Tennisball? Da drin ist nicht Fifi der Zwergpinscher und Krokodile apportieren keine Bälle. Ja, aber vielleicht denkt er, dass das was zu essen ist. Nagellack? Können wir neben die Augen verkleben oder so? Mit der Zeitung hauen? Was weiß ich? Mit dem Regenschirm pieksen? Vielleicht will er mit Teddy kuscheln. Vielleicht hält es den Teddy tatsächlich für potenzielle Beute. Aber wenn ich ihm das Bärchen einfach vor die Schnauze werfe, wird es vermutlich nicht ausreichend abgelenkt, damit ich mir den blauen Stein halbwegs ungefährdet aus dem Gehege holen kann. Okay, dann probieren wir das mal da. Böse dreinschauender Teddy gegen Krokodil. Interessantes Duell. Viel Glück, Teddy. Du wirst es brauchen. Was meinst du? Ja, dann hoffen wir mal, dass das lang genug abgelenkt ist. Das Krokodil ist jetzt zwar im Wasser, aber die Biester sind verdammt flink. Bevor das liebe Tierchen nicht weiter weg ist, setze ich keinen Fuß in dieses Gehege. Okay. Was heißt weiter weg ist? Können wir jetzt links irgendwas damit machen? Ah, ja. Vibrationen im Wasser. Da war doch ein Motor dran, ne? Oh ja. Oh ja. Das Krokodil hält die Vibration des Schiffsmotors offenbar für einen Konkurrenten und konzentriert sich jetzt voll und ganz auf die Verteidigung seines Reviers. Genau so habe ich mir, oder zumindest so ähnlich, habe ich mir das vorgestellt. Aber auf jeden Fall ist er jetzt abgelenkt. Komm, jetzt lauf doch mal dahin, Nina. Guck nicht nur drum rum. Kletter jetzt schnell auf den Baum. Ich weiß nicht, wie lange das geht, bis das ausgeht. Glück gehabt. Der Stein war schon locker. Jetzt aber nichts wie raus hier. Okay. Ja, perfekt. Cool. Ja, wegen dir muss ich noch wegen den Enten gucken, genau. Oder? Ich weiß nicht, ob dem die Erdnüsse ausreichen. Oder sind da überhaupt noch welche drin? Eine Dose mit Erdnüssen. Gucken wir mal kurz, ob wir da noch die... Da müssen wir hin. Ob wir da das Zeug für kriegen, also die Flaschen. Oder ob ich tatsächlich... Ja, vielleicht will er auch beides haben. Erdnüsse und Baguette oder sowas. Mal gucken. Kann ich Ihnen ein paar Erdnüsse anbieten? Danke, nett gemeint.
Aber erstens sind meine Zähne nicht mehr die besten. Und zweitens bin ich gegen nahezu alle existierenden Nüsse allergisch. Oh. Na toll. Wenn ich Ihnen was zum Essen bringe, dann hören Sie zumindest heute auf... Das sagte ich doch bereits. Wer ist denn hier eigentlich derjenige, der sich die Gehirnzellen wegsäuft? Sie oder ich? Schon gut, ich wollte ja nur sicher gehen. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Tröte, Getränke, Dose, Tennisball. Bringt uns das irgendwo weiter in dem... Ja gut, ach nee, wir können ja... Ah, ich bin auch so doof. Wir können ja schon mal das Ding einsetzen. So. Gucken wir aber erstmal, was das überhaupt ist. Einer der Steine aus dem Mosaik. Auf diesem ist ein stilisierter schwarzer Turm zu sehen. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch ein König hinkommen. Also wenn wir, ich glaube, hier unten hatten wir einen weißen König. Das heißt, da wird dann eine schwarze Königin kommen. Die Frage ist jetzt nur, wir haben ja, glaube ich, noch zwei offen. Schwarzer Turm. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Bretagne, da ist dann der andere, aber wo? Schwarzer Turm ist das. Wo kommt denn der schwarze Turm hin? Ich meine, die anderen Sachen mussten wir ja auch verlegen. Also entsprechend hier oben wird dann auch noch der andere hinkommen. Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Ich weiß. Da kommt, denke ich mal, auf jeden Fall noch der schwarze König hin. Aber wo kommen dann die anderen beiden hin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich würde sagen, ich lasse den tatsächlich erstmal noch drin. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen tricky, ehrlich gesagt. So, wir haben aber immer noch nicht die Flaschen. Wir haben den roten Nagellack, wo wir noch keine Verwendung für haben. Die Erdnüsse haben wir ja streng genommen schon benutzt, genauso wie die anderen Sachen auch. Die Tröte. Na gut, und die Schachtel vielleicht. Aber gut, er ist ja auf Erdnüsse allergisch, das heißt, da können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Gefängnis könnten wir gleich nochmal gucken. Brücke, denke ich mal, können wir nichts mehr machen, außer die Sache mit den Enten. Die wir uns auch nochmal kurz angucken können. Da durften wir... Nee, da haben wir ja schon drin gewühlt, ne? So war das. Kann ich mit dem Ball nach den Enten werfen? Nee. Anlocken kann ich die auch nicht. Was ist denn mit der Tröte? Das müsste eigentlich gehen, oder? Interessant. Die Enten scheinen auf die Tröte zu reagieren. Okay, das heißt, wir müssen die jetzt dahin scheuchen? Oder die Enten sind doch schon hier. Ja, ja, aber... Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Was sollen wir denn mit den Enten machen? Getränkedose?
Oder muss ich mich woanders hinstellen? Das kann natürlich auch sein. Hatte ich jetzt den Ball nochmal probiert? Dose mit... Auch nicht. Hier kann man auch nichts... Nee, hier kann man nichts auf den Boden legen oder so. Zeitung. 5-Cent-Stück reinwerfen, keine Ahnung. Oder geh nach hier, Nina. Mal gucken. Kannst du von hier aus nochmal tröten? Die Enten sind doch schon hier. Hm. Enten? Hübsch. Wie soll ich die jetzt... Das hatte ich gerade schon, ne? Ich glaube, da fehlt uns irgendwie noch was. Was können wir denn dann noch machen? Der Park. Das war Metro jetzt nochmal. Ach so, das war das mit... Moment. Können wir denen vielleicht das Auto lackieren? Nee, ne? Ach, die Kerze ist ja auch wieder da. So schaffe ich es vielleicht, dass der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Huch! Mist, jetzt ist mir ein bisschen was aus der Flasche auf das Auto getropft. Hoffentlich fällt das später nicht allzu sehr auf. Aber zumindest sieht es jetzt deutlich besser aus als vorher. Okay, die Kerze nehmen wir noch mit. Obwohl man es immer noch ziemlich krass sieht. Also für mich ist das jetzt kein Unterschied. Der Sportwagen ist immer noch extrem cool und der Kratzer dank meiner Nagellackbehandlung etwas weniger uncool. Hm. Müssen wir vielleicht noch mal kurz in den Park? Ich weiß, die Folge ist jetzt schon wieder sehr lange, aber ich möchte noch mal eben was ausprobieren. Ich gucke jetzt erstmal kurz, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Vielleicht möchte er Erdnüsse. Man weiß es ja nicht. Vielleicht kann ich ihn aber auch noch auf das Auto ansprechen. Kerze. Zeitung hatte ich ja schon probiert, ne? Ich versuchte noch mal kurz anzusprechen und danach... Hallo, Sie sehen immer noch so deprimiert aus. Habe ich nicht auch allen Grund dazu? Sehen Sie es doch mal positiv. Sie sitzen hier in einem schönen Park. Naja, schön ist relativ, aber... Ach, sehen Sie es einfach positiv. Sie sind eine echte Motivationskünstlerin. Ja, das hat man mir schon oft gesagt. Ich habe Ihr Auto repariert. Man sieht den Kratzer kaum noch. Macht es Ihnen Spaß, auf jemanden einzutreten, der eh schon am Boden liegt? Wieso? Ich habe Ihr Auto wirklich repariert. Es ist nicht perfekt, aber für die mir zur Verfügung stehenden Mittel finde ich es ganz in Ordnung. Warum sollten Sie das tun? Warum sollte sich das Glück plötzlich umdrehen, mir zulächeln und mir dann einen Engel schicken? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich heute einfach einen guten Tag und möchte Ihnen helfen. Wohl kaum. Tun Sie mir bitte den Gefallen und trampeln nicht noch weiter auf mir rum. Es müsste schon ein Wunder geschehen, dass mir mal sowas Gutes passiert. Und Wunder passieren nun mal nicht einfach so. Aber ich... Bitte. Der Arme ist so verzweifelt, dass er sich nicht einmal vorstellen kann, dass ihm einfach nur mal jemand was Gutes tun will. Bei dem hilft echt nur noch ein Wunder. Ich habe gehört, der Brunnen da drüben soll magische Kräfte haben. Früher kamen die Leute von weit her, um hier eine Münze reinzuwerfen und ihrem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht sollten Sie das auch mal versuchen. Wenn Sie wüssten, was ich schon alles versucht habe. Ein Versuch wäre es doch aber wert, oder? Um kurzfristig ein kleines Fünkchen Hoffnung zu haben, das dann wieder von einem ganzen Wasserfall aus Enttäuschung erstickt wird? Ja. Mit dieser negativen Einstellung kann das ja nichts werden. Ja, das hat meine Therapeutin auch jahrelang gesagt. Recht hat sie. Aber warum sagt sie das jetzt nicht mehr? Weil sie jetzt selbst in Behandlung ist. Wegen chronischer Depression. Hm. Bei dem Kerl hilft nur noch ein mittelschweres Wunder. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar. Schon aus purem Mangel an Energie. Aber... Wir haben ihm das ja gerade erzählt. Können wir jetzt vielleicht das Geld da reinwerfen? Jetzt macht sie es. Herr Rossi? Ja? Mit Ihrem Glück scheint es ja nicht sonderlich weit her zu sein. Vielleicht sollten Sie es mal mit dem Wunschbrunnen hier versuchen. Wunschbrunnen? So ein Quatsch. Wer glaubt denn heutzutage noch an sowas? Naja, Sie wissen doch, der Glaube versetzt Berge. Ja klar, und der frühe Vogel fängt den Wurm. Hören Sie mir bloß auf mit solchen Lebensweisheiten. Vielleicht sollten wir es einfach mal versuchen.
Ich denke, hier könnten meine 5 Cent ganz gut angelegt sein. Zur Not fische ich sie einfach wieder raus. Ich gebe mal eine Runde aus. Versuch macht klug. Mama mia. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir gewünscht, dass Ihr Auto keinen Kratzer mehr hat. Wenn das funktioniert, dann... Ach, Schwachsinn. Wollen Sie nicht zumindest mal nachschauen? Das ist zwar totaler Quatsch, aber ich wollte sowieso gerade mal nach dem Auto schauen. Der Kratzer ist fast weg. Sehen Sie, der Wunschbrunnen hilft doch. Aber ein bisschen ist der Kratzer noch zu sehen. Außerdem sind da jetzt so komische Flecken. Was erwarten Sie? Ich habe gerade mal 5 Cent in den Brunnen geworfen. Dafür bekommt man eben nur ein sehr kleines Wunder. Für eine größere Summe gibt's vielleicht auch ein größeres Wunder. Sie haben recht. Zumindest wäre es einen Versuch wert. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Und? Sind der Kratzer und die Flecken schon weg? Nicht wirklich. So ein Mist. Und dafür habe ich jetzt 10 Cent ausgegeben? 10 Cent? Na, da waren Sie aber nicht sehr spendabel. Das ist doppelt so viel, wie Sie bezahlt haben. Naja, vielleicht fühlt sich der Wunschbrunnen ein bisschen verarscht und lässt sich mit dem Wunder jetzt extra etwas Zeit. Das könnte natürlich sein. Ich werde hierbleiben und auf das Wunder warten. Vermutlich werde ich wieder enttäuscht, aber ich habe ja sonst eh nichts zu tun. Dann mal viel Glück. Ja. Mir dämmert's. Also, wir können jetzt, denke ich mal, wo war das? Hier. Die 10 Cent da rausholen und zum Kaugummiautomaten gehen, oder? Das nenne ich mal eine gelungene Investition. 200% Gewinn in wenigen Minuten. Wenn ich die Welt gerettet habe, werde ich ein Buch über Anlagestrategien schreiben. Ja, perfekt. Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Nee, das ist okay. Achso, sie hat schon beides rausgeholt. Okay. Dann gehe ich noch mal ganz schnell. Jetzt bin ich gerade selber. Moment, das war jetzt Metro, ne? Genau. Noch mal ganz schnell hier oben hin. Und das ist auch wirklich das Letzte, was ich jetzt noch machen werde. Auch wenn wir da jetzt irgendwie weiterkommen sollten. Ich werde mir hoffentlich ein Kaugummi ziehen. Ich habe fast mein ganzes Vermögen gegen ein Kaugummi getauscht. Hoffentlich hat sich diese Investition gelohnt. Okay, wir haben's. MacGyver bräuchte jetzt nur noch eine Kugelschreibermine, um daraus eine Atombombe zu basteln. Ich kann leider nur darauf rumkauen. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, wofür wir das Kaugummi jetzt brauchen. Ach doch, wir brauchen bestimmt nicht den Schnuller, sondern das Kaugummi, um die eine Zelle zu blockieren, damit wir dann da in die richtige Zelle reinkommen, denke ich mir zumindest. Vielleicht ist es auch doch der Schnuller, werden wir sehen. Das heißt, das hat schon mal einen guten Zweck, den wir noch rausfinden werden. Die Kerze weiß ich jetzt nicht, ob man die jetzt noch mal für irgendwas verwenden kann. Das Geld, denke ich mir mal, wird jetzt auch quasi passé sein. Anscheinend kann man mit dieser Tröte Enten anlocken. Naja. Ach, ja, anlocken. Ich denke, dass wir die Tröte nicht bei den Enten... Also, man hätte sie wahrscheinlich da verwenden sollen, damit man es rausfindet. Aber ich denke, wir müssen die Tröte wahrscheinlich bei dem Typen mit dem Baguette anlocken. Die Tröte anlocken, genau. Also, die Tröte benutzen, um bei den Enten mit dem Baguette... Bei den Enten mit dem Baguette, ich rede heute einen Unsinn. Bei dem Typen mit dem Baguette die Tröte benutzen, damit die Enten da angelockt werden. So, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Die Sachen hier haben ja eigentlich schon ihren Zweck erfüllt. Gut, das mit der Zeitung bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Oder ob das nur eine Finte ist. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge mal. Dann werde ich mich hier schon mal in den Zoo stellen. Damit wir dann in der nächsten Folge die Tröte hier mal benutzen können. Und dass wir dann auch mal gucken, dass wir die Sache mit dem Kaugummi hinkriegen. Allerdings müssen wir dafür natürlich erstmal was Vernünftiges... wenn wir dann das Baguette kriegen sollten, weil wir die Enten angelockt haben, dann müsste der Typ ja eigentlich zufrieden sein und müsste uns dann den Alkohol geben. Das wiederum löst dann die Kettenreaktion aus. Hoffe ich zumindest mal. Also so ist zumindest der Plan für die nächste Folge.
Ich hoffe, dass das alles soweit funktioniert. Ich stelle Nina schon mal in einer besseren Position hin, anstatt dass sie euch den Rücken zeigt, weil das ist doch etwas unhöflich. Wie gesagt, reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Bei mir überschlägt sich gerade gedanklich alles. Deswegen mache ich hier mal ganz schnell einen kleinen Cut. Und ja, dann können wir in der nächsten Folge das schnell ausprobieren, was ich jetzt gerade alles überlegt habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.